Morgen. Schön, euch zu sehen. Geht's euch gut? Muss, ne? Gott ist gut. Und Gott sitzt auf dem Thron. Egal wie unsere irdischen Umstände aussehen, sie werden sich vor der Güte Gottes neigen müssen. Früher oder später. Halleluja. Wir dürfen darauf setzen, dass wir einen guten und treuen Vater haben, der uns so dermaßen geliebt hat, dass er sein Bestes gegeben hat. Er hat seinen eigenen Sohn für uns gegeben. Und Paulus schreibt in Römerbrief, wenn Gott uns schon seinen Sohn gibt, was wird er uns denn vorenthalten? Er wird uns vielmehr alles geben mit ihm. Er hat auch schon alles gegeben mit Jesus Christus, sodass wir Miterben Gottes mit Jesus Christus sind. Und wir genießen diese Vorrechte, dass wir Kinder Gottes sind. Und das kommt nicht von ungefähr. Niemand ist als Kind Gottes geboren. Jeder, der in der Gemeinde ist und sich als Kind Gottes bezeichnet, ist es dank der Mitwirkung anderer Menschen. Zuerst Jesus, der sein Leben am Kreuz gegeben hat, dann die Apostel, die ihr Leben auch hingelegt haben, damit das Evangelium fortgesetzt wird. Und dann zahlreiche Generationen. Und dann, letzten Endes vielleicht, hat dir jemand von Jesus erzählt. Das kann deine Mutter, dein Vater sein, dein Freund, dein Onkel, dein Arbeitskollege. Irgendjemand, irgendwie musst du irgendwann das Evangelium gehört haben. Und dann hat der Heilige Geist dein Herz berührt und dein Verstand geöffnet. Und du hast realisiert, dass du ein Sünder bist, dass du verloren bist. Und du wirst überführt und hast dich bekehrt, hast dein Leben verändert. Und heute darfst du dich darüber freuen, dass du ein Kind Gottes bist. Und du darfst dich darauf freuen, dass Jesus Christus bald wieder kommt und dich in unsere Heimat nehmen wird. Das Problem ist, dass wenn wir einmal im Schiff drin sind, dass wir vergessen, dass wir nicht die einzigen Leute auf der Welt sind. Draußen versinken gerade andere Leute. Und es ist ein Drama zu beobachten, dass wir, wenn wir einmal gerettet sind, dass wir einfach die Augen verschließen und durch das Leben gehen. Und letzte Woche haben wir damit angefangen, dass wir unser Bewusstsein dafür erwecken wollten, wie wichtig es ist, dass Seelen im Reich Gottes gerettet werden. Wir haben nämlich gesagt, dass es das größte Anliegen von Jesus Christus ist. Dass das größte, wichtigste Punkt auf der Agenda Gottes ist. Ein Beweis dafür ist, dass er seinen Sohn gegeben hat. Also nichts Kostbareres hat er. Jesus hat das Kostbarste gegeben, was er hat, nämlich sein Leben, damit Seelen gerettet werden. Und er sagt in Lukas Evangelium, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist sein Statement für seine Mission hier auf der Erde. Der Grund, warum ich hier bin, ist nicht, damit ihr euch wohlfühlt, ist nicht, damit die Welt zu einem besseren Ort wird, ist nicht, damit ihr schöne Gottesdienste habt, schöne Hauskreise habt mit Tee, Chai Latte und Kekse und was weiß ich. Der Grund, warum ich gekommen bin, ist nicht, damit ihr schöne Freizeiten habt, sondern um zu suchen und zu retten, was verloren war. Und im Himmel wird Tag in Tag aus hart an diesem Projekt weitergearbeitet. Der Himmel fiebert jeden Tag. Die Bibel sagt sogar, dass wenn eine Seele, ein Sünder sich bekehrt, dass es eine größere Freude im Himmel unter den Engeln gibt. Denn das bestimmt den Rhythmus im Himmel. Und Gott arbeitet fieberhaft darauf hin, dass Menschen, möglichst viele Menschen, in sein Reich kommen. Jesus hat es ausgelebt, als er auf der Erde war. Besser gesagt, er hat es vorgelebt. Und er sagt in Johannes 4, meine Nahrung ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Das war seine Priorität Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 bis Nummer 100. Er lebte Tag in Tag aus für diesen Auftrag. Das war das Erste, woran er dachte, als er aufwachte. Und das Letzte, woran er dachte, bevor er ins Bett ging. Herr, wie wollen wir Menschen in dein Reich hineinkriegen? Und wir haben gesagt, Jüngerschaft besteht darin, dass wir Jesus nachahmen. Jüngerschaft ist nicht nur heilig leben,
sondern es ist auch die Einstellung von Jesus Christus übernehmen. Den Herzschlag von Jesus erkennen und danach leben. Und das ist letzten Endes auch ein Lied oder der ultimative Liebesbeweis. Wenn wir Gott lieben und unsere Mitmenschen lieben, dann wollen wir ergreifen und aufgreifen, was Gott am wichtigsten ist und das auch tun. Wenn wir unsere Mitmenschen lieben, ist das Beste, das Größte, was wir ihnen geben können, ist das Evangelium. Oder mitzuwirken, dass sie zumindest die Wahl haben, Ja oder Nein zu Jesus zu sagen. Wir haben gesagt, Jesus möchte, dass wir als Jünger seine Einstellung übernehmen. Es ist keine religiöse Pflicht, keine religiöse Zwang, auch nicht motiviert durch Gemeindewachstum, sondern motiviert durch die Liebe, durch die Erkenntnis der Brisanz der Situation, der Wichtigkeit dieses Anliegens im Himmel. Und ich habe euch gesagt, die Augen Gottes gehen durch die Welt und er sucht nach Menschen, die diese Frequenz ergriffen haben, die diesen Herzschlag des Vaters teilen. Und das sind die Menschen, die Relevanz haben werden in der Endzeit, in den Augen Gottes. Und ich habe euch gesagt, wir leben hier, wir machen und tun. Am Ende, irgendwann ist das Ende, ist alles vorbei. Am Ende ist alles vorbei. Irgendwann ist alles vorbei. Und Daniel sagt in Daniel 12, die Leute, die gerecht gelebt haben und anderen geholfen haben, gerecht zu leben, die werden leuchten wie Sterne. Wenn die Stunde der Belohnung gekommen ist, werden Leute, die sich für diesen Herzschlag Gottes eingesetzt haben, die werden am stärksten belohnt werden. Denn Seelen sind die wichtigsten Ressourcen im Reich Gottes. Und Tag in Tag aus sterben Hunderttausende von Menschen und gehen straight direkt in die Hölle. Und viele von ihnen hatten kein einziges Mal die Möglichkeit gehabt, das Evangelium zu hören. Nicht, weil sie niemanden kannten, der ihnen das verkündigen konnte, sondern weil viele sich einfach geweigert haben, das für sich behalten haben. Obwohl sie jeden Sonntag sogar mehrmals in der Woche in der Gemeinde waren. Ich möchte euch kein schlechtes Gewissen machen, auch keinen Druck, sondern ich möchte euch gewinnen, das Bewusstsein wecken und stärken für die Wichtigkeit und die Brisanz dieses Anliegens. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist dein Herz, mein Herz berührt oder neu berührt, neu aufflammen lässt, neue Leidenschaft einspritzt in dein Herz, in mein Herz, für diese Causa, die nun mal das Wichtigste im Reich Gottes ist, dass du mit aufstehst und sagst, Vater, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich. Und heute wollen wir darüber reden, wie du Menschen in deinem sozialen Umfeld für Jesus gewinnen kannst oder zu Jesus führen kannst. Es gibt nämlich verschiedene Formen, wie wir das Evangelium weitergeben können. Es gibt die Massenevangelisation. Das ist oft von Menschen, die die Berufung des Evangelisten bekommen haben. Das sind Menschen wie Reinhard Bonnke, auch bekannt weltweit, der vor Millionen Menschen in seinen Meetings gesprochen hat. Und dann sind auch Hunderttausende in einem Gottesdienst zu Jesus gekommen. Oder Petrus in Apostelgeschichte 2, der vor mehreren tausend Menschen predigt an Pfingsten. Und mehrere tausend bekehren sich, werden an dem am selben Tag getauft. Das ist eine Massenevangelisation. Man bereitet eine Veranstaltung vor, manchmal über mehrere Wochen. Man hat eine Bühne und Equipment und dann wird eingeladen und dann wird gepredigt, Abend für Abende. Und dann kommen Menschen zu Jesus Christus. Das ist eine Form. Diese Form ist aber meistens für Leuten vorbehalten, die diese Berufung haben, die leben dafür. Das ist ihre Lebensberufung. Da können wir uns ganz schnell ausklammern und sagen, das kann ich nicht, kann ich verstehen. Nicht jeder ist berufen, Evangelist zu sein. Dann gibt es die Möglichkeit, auch Straßeneinsätze zu machen, dass man sagt, hey, ich gehe vielleicht einmal die Woche oder jeden Tag auf die Straße und spreche Leute an. Das geht auch, das funktioniert, das kann man machen. Da gibt es Leute, die sagen, ich bin eher so ein zurückhaltender Mensch, das ist nichts für mich. Und dann kann man sich mal raus und sagt, ja, deswegen kann ich nicht evangelisieren. Ich kann ein Stück weit verstehen, wobei das man auch lernen kann. Wenn du einmal mitgehst, zweimal mitgehst, dann wirst du sehen, dass der Heilige Geist diese Hemmschwelle peu à peu abbauen wird.
Dann gibt es auch die Möglichkeit, digital zu evangelisieren, dass man vielleicht ein Bibelvers auf seinem Status postet in den sozialen Medien, dass man jemandem vielleicht einen Bibelvers zusteckt, dass man vielleicht ein Zeugnisvideo teilt im Internet, oder dass man jemandem einen Flyer per Mail oder per was auch immer schickt. Ja, das ist ein bisschen unpersönlich, man sieht mich nicht, es schickt einfach und dann, wenn die Person sauer auf mich ist, ich muss das nicht sehen. Ja? Also dann bin ich, ist weg. Das ist eine Möglichkeit. Die Möglichkeit, die wir heute uns näher anschauen wollen, ist also Beziehungsevangelisation. Das heißt, das Evangelium teilen in deinem sozialen Umfeld. Und Gott hat jedem Menschen ein bestimmtes soziales Umfeld gegeben, die manchmal auch verschiedene Abteilungen hat. Es gibt Menschen, mit denen du eine Beziehung hast, verschiedene Formen von Beziehungen. Das kann Verwandtschaftsbeziehung sein, das kann Arbeitsbeziehung sein. Vielleicht bist du Geschäftsmann, du hast Kunden, vielleicht bist du, Angestellter, du hast Kollegen, vielleicht bist du, hast du eine eigene Firma, du hast eben Mitarbeiter, vielleicht hast du eine Nachbarschaft, du hast nicht vielleicht niemanden auf einer einsamen Insel hier, du hast Nachbarn. Ja, du hast Nachbarn oder du bist in einem Club, in einem Verein, Kegelverein, Angelverein, was gibt es alles nur für, ja, Schießverein und so weiter. Du bist drin. Das Besondere an diese Form der Evangelisation ist, dass du diese Menschen in der Regel regelmäßig siehst. Du hast regelmäßigen Zugang zu ihnen. Und das ist ein großer Vorteil. Sie können in der Regel nicht weglaufen. Es sei denn, dein Arbeitskollege kündigt, siehst du ihn von Montag bis Freitag mindestens. Und dein Vater, dein Onkel, der ist da. Wenn er nicht stirbt, ist und bleibt er dein Vater und dein Onkel. Und immer wieder trifft man sich, spätestens auf Familienfeier. Wenn jemand stirbt, wenn es Konfirmation gibt oder Hochzeit oder wenn man sich besucht, man ist irgendwie in einem Beziehungsnetzwerk in der Gesellschaft. Und es ist wichtig, dass wir das realisieren, ja, dass dieses Netzwerk nicht einfach ohne Grund da ist. Wie gesagt, ein Vorteil das ist, dass diese Leute nicht weglaufen können. Die sind da. Die kennen uns. Und ein weiterer Vorteil ist, vor allem mit Blick auf den kulturellen Kontext von Deutschland, der geprägt ist von Individualisierung und von Distanz. Man erlebt zum Beispiel, wenn du auf die Straßen gehst, dass viele Leute aus 100 Meter Entfernung schon mal sagen, ich will nicht. Sie machen einen riesen Bogen um dich und wollen deinen Flyer nicht annehmen, geschweige denn sich auf ein Gespräch mit einem Unbekannten einlassen. Wir leben in einem kulturellen Kontext, wo man in der Regel nur vertraut redet mit Menschen, die man kennt. Ja? Und Leute sind auch nicht so jetzt nach der jetzigen Entwicklung der Gesellschaft nicht unbedingt scharf darauf, auf Veranstaltungen zu gehen oder sich zu irgendwas zu verpflichten. Aber in dem sozialen Netzwerk bist du mit der Person in 1:1 Situation an vielen Stellen. Und die Person kann nicht, sie kennt dich. Da ist in der Regel eine Vertrauensbasis da, auf der man aufbauen kann. Ja, das ist ein sehr wichtiger Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist, dass jeder, der Christ ist, in diesem sozialen Umfeld auch das Evangelium weitergeben kann. Du musst kein Evangelist sein. Du musst nicht auf einer Bühne stehen und eine halbe Stunde predigen und dann Tote erwecken und Lahme gehen lassen und Blinde, wie man so sieht, auf Evangelisationsveranstaltungen. Jeder, es ist niederschwellig, jeder Christ kann diese Form von Evangelisation ausleben. Und heute möchte ich dich dazu motivieren, dass du ab heute, sofern es noch nicht der Fall ist, dass du ab heute anfängst, das auszunutzen. Und dass du anfängst, dich auch das auch freizusetzen, was in dir ist, in deinem sozialen Umfeld. Amen. Und du wirst sehen, dass Gott dich gebrauchen wird und du wirst dich wundern. Was ist denn wichtig, wenn wir uns darauf ausrichten, dass wir Menschen in unserem sozialen Umfeld für Jesus gewinnen wollen? Das Erste, was wichtig ist, ist, dass du dir deine Rolle bewusst bist. Die Rolle, die Gott dir gegeben hat. Und das ist daran auch scheitern viele von uns, dass sie nicht realisieren, wer sie wirklich sind in den Augen Gottes. Und welche Rolle sie im Plan Gottes spielen. In Matthäus 5
benutzt Jesus einige Bilder, um darzustellen, wie wir sind in den Augen Gottes. Er sagt zum Beispiel, Vers 14, 15, ihr seid das Licht der Welt. Und ihr seid das Salz der Erde. Ja? Und das heißt, wenn du zur Arbeit fährst, wenn du zu deinen Kunden fährst, wenn du in deiner Nachbarschaft bist, wenn du unter deinen Verwandten bist, dann behalte diese Wahrheit in deinem Kopf, die deine Identität prägt. Ich bin das Licht in diesem Milieu. Ich bin das Licht Gottes in meiner Firma. Ich bin das Licht Gottes in meiner Verwandtschaft. Ich bin das Licht Gottes in meiner Nachbarschaft. Wenn das Licht nicht da ist, wenn das Licht ausgeht, ist Finsternis. Wenn das Licht da ist, ist das Leben Gottes da. Ich bin das Licht Gottes. Sei dir deiner Identität bewusst. Ich bin das Salz der Erde. Salz wurde damals benutzt, um zu verhindern, dass Lebensmittel verwesen. Das heißt, ohne mich verwest die Welt. Ohne mich ist meine Familie, mein Kollegium, meine Nachbarschaft und wie auch meine Vereinskollegen, sie sind verwesen, verdorben und es stinkt. Wenn ich da bin, benutzt Gott mich, um das Leben hineinzubringen. Amen. Du bist das Licht der Welt. Du bist das Salz der Erde. Du bist Gottes Vertreter in diesem Milieu, wo du dich befindest, jeden Tag. Du bist Gottes Vertreter im Umgang mit diesen Menschen, den du jeden Tag triffst oder immer wieder mal triffst. Deine Freunde, deine Freundinnen. Du bist Gottes Botschafter, Gottes Entsandter, Gottes Missionar. Du bist ein Botschafter im Einsatz. Du bist ein Soldat an der Front. Du bist der Rettungsdienst Gottes, da wo du bist. Ich benutze bewusst verschiedene Bilder. Such dir aus, welches dich am meisten anspricht. Du bist der Rettungsdienst Gottes, da wo du bist. Du bist der Notarzt Gottes, da wo du bist. Schon gewusst. Nicht, weil du besonders gut bist, sondern weil du an Jesus Christus glaubst, weil er Jesus in dir lebt. Weil er dir die Wahrheit gegeben hat. Nicht, weil du besser bist als die anderen. Gott hat dich ausgewählt durch Gnade. Er hat dich ausgesandt. Ich habe letzte Woche gesagt, das ist mit ein Grund, warum Gott uns nicht gleich tötet, wenn wir uns bekehren. Er lässt dich bewusst hier und sendet dich als Missionar in dein soziales Umfeld. In Markus 5 gibt es die Geschichte von diesem jungen Mann, der besessen war. Und Jesus hat ihn befreit. Und dann sagt er zu Jesus, Herr, ich möchte dir nachfolgen, mit dir überall hingehen. Was sagt Jesus? Ist ein guter Gedanke, guter Wunsch von dir, aber ich habe einen noch besseren, noch sinnvolleren Auftrag für dich. Geh hinein in dein Dorf, in deine Verwandtschaft und erzähl ihnen, was ich dir getan habe. Und gib Gott die Ehre. Amen. Der Mann wollte schon religiös werden. Ja? Ich möchte auch in die Gemeinde kommen mit dir her. Und dann in eine Blase einsteigen, auch diese bequeme Blase leben. Dann sagst du, nein. Geh zurück in deine Verwandtschaft, in deine Sippe, in dein natürliches soziales Umfeld und erzähle dort, was ich dir getan habe. Damit, sagt Jesus, sei Zeuge Gottes in deinem sozialen Umfeld. Und das ist der Status, den wir haben. Ein Zeuge ist jemand, der weiter sagt, was er gesehen, gehört und erlebt hat. Und so sendet Gott jeden von uns zurück in sein natürliches soziales Umfeld, sagt, geh hin und erzähle ihnen, was ich dir getan habe. Also merk dir, du bist das Licht Gottes, du bist das Salz der Erde, du bist Gottes Vertreter. Du bist ein Missionar im Einsatz. Du bist ein Botschafter im Einsatz. Du bist ein Soldat an der Front. Du bist Gottes Rettungsdienst unter den Menschen. Du bist der Notarzt Gottes unter den Menschen. Damit, eigentlich können wir damit die Predigt abschließen. Und viel Spaß und viel Erfolg und viel Glück im Dienst, im Einsatz wünschen. Amen. Aber du musst dir auch bewusst werden, dass die Menschen, mit denen du in dem sozialen Umfeld bist, viele von ihnen kennen keinen anderen Christen als dich. Viele von ihnen kennen keinen anderen wiedergeborenen Christen als gerade in einem Land wie Deutschland, wo ein sehr geringer Prozent von Menschen wiedergeboren sind.
Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Arbeitskollege einen anderen wiedergeborenen Christen kennt, ist sehr gering. Mach mal eine Umfrage in deiner Firma, in deiner Nachbarschaft und in deinem Freundschaftskreis. Du wirst dich wundern. Und das Problem ist, dass viele von uns, wie gesagt, in dieser Blase leben. Ich komme später darauf zurück. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass du die einzige Möglichkeit für diese Menschen bist, das Evangelium zu hören. So groß ist unsere Verantwortung. Aber auch vor allem unser Privileg, dass wir Gott vertreten dürfen. Ich möchte nicht, dass wir das aus der Perspektive von Pflicht sehen, sondern von Vorrecht sehen, von Verantwortung sehen, von Mitarbeiterschaft mit Gott sehen. Es ist ein Vorrecht, Gottes Botschafter zu sein, Gottes Vertreter zu sein, Gottes Mundwerk zu sein, Gottes Prophet zu sein, Gottes Mitarbeiter zu sein auf seinem Erntefeld. Das ist ein Vorrecht. Halleluja. Stell dir vor, du müsstest eben den Kanzler von Deutschland überall vertreten, wo du hingehst. Und es ist bekannt, dass Frau X, Herr Y, die rechte Hand des Kanzlers ist und überall, wo er kommt oder hinkommt, und wenn sie oder er hinkommt, trägt er eine Botschaft des Kanzlers. Wenn wir sagen, ah, der Kanzler, ey, der schickt mich überall und dann muss ich in seinem Namen reden, oh, wie ätzend. Nein, wir würden damit angeben. Wir würden uns privilegiert fühlen. Ja. Aber hier handelt es sich um viel Größeres als ein Kanzler. Es ist der König des Universums. Der König aller Könige. Der allmächtige Gott, der dich beruft, sein Mitarbeiter zu sein, sein Vertreter zu sein. Der dich mit seinem Licht erfüllt. Mit seinem Leben erfüllt und dich sendet. Sag, geh hin. Halleluja. Und er steckt dich mit seinem Feuer an und schickt dich auf das Feld, um die Werke Satans zu zerstören. Und dieser Gott hat gesagt, ich bin bei euch überall, wo ihr hingeht, bis ans Ende der Welt. Morgen, wenn du im Büro ankommst, erinnere dich, der Herr ist bei mir. Ich bin ein Missionar im Einsatz. Ich bin nicht nur hier wegen Arbeit. Ich bin hier, weil Gott möchte durch mich, dass sein Licht hier leuchtet, dass Menschen das Evangelium hören und dass etliche sich warnen lassen und das Reich Gottes übertreten. Amen. Es geht nicht nur um die Arbeit. Also entwickle das Bewusstsein für deine Rolle, deinen Status in den Augen Gottes und entwickle das Bewusstsein für das, was du in dir trägst. Viele Christen vernachlässigen und verachten und unterschätzen, was sie in sich tragen. Du trägst den Samen Gottes in dir. Du trägst das Leben Gottes in dir. Das ist einmalig. Das kann man nirgendwo kaufen, auch nicht nachmachen. Jesus sagte, wer an mich glaubt, Ströme lebendigen Wassers werden aus seinem Leibe fließen. Du trägst den Heiligen Geist. Gott lebt in dir. Du trägst die Herrlichkeit Gottes mit dir rum. Du trägst das Wort des Lebens in dir. Unterschätze das nicht. Und unterschätze dich auch schon gar nicht, weil du wichtig bist in den Augen Gottes. Und was du in dir trägst, ist das Wertvollste, das Kostbarste, das Wichtigste, was du einem Menschen jemals geben kannst. Wusstest du das? Das ist das Kostbarste, was ein Mensch überhaupt empfangen kann. Das trägst du in dir. Es ist der Schatz Gottes verborgen in dir. Es hat ihm gefallen, diesen Schatz in irdenen Gefäßen einzusperren. Schwach wie wir sind, hat er uns seine Herrlichkeit anvertraut. Unterschätze es nicht. Und unterschätze dich nicht. Viele denken, ja, ich kann nicht gut reden. Ja, ich kann nicht. Ja. Groß sind viele Ausreden. Und wir unterschätzen uns und das, was wir haben. Du hast das Wort des Lebens in dir. Dieses Wort ist viel mächtiger als jede Atombombe, als die gefährlichste Bombe im Universum. Amen. Du hast das Beste in dir, was du einem Menschen geben kannst. So, überleg mal, du hast ja Verwandte. Was ist das Beste, das Teuerste, das Kostbarste, was du ihnen jemals geschenkt hast, gegeben hast? Das Evangelium übertrifft das um das Vielfache. Wenn du nochmal vielleicht das teuerste Auto schenkst,
und nicht das Evangelium, dann hast du nichts gemacht. Wenn du die teuerste Uhr schenkst, nicht das Evangelium, hast du nichts gemacht. Denn wenn dieser Mensch stirbt, wird er das teure Auto nicht mitnehmen. Er wird die teure Uhr nicht mitnehmen. Du kannst das schönste Haus schenken, er wird es nicht mitnehmen. Du kannst den besten Gutschein schenken, er wird es nicht mitnehmen. Das ist gut, alles gut, ist kein Problem. Wir können, wir dürfen das auch schenken. Nicht falsch verstehen. Aber es gibt wichtigere Dinge, die wir ihnen schenken können. Und das Beste ist das Evangelium, das Leben Gottes. Das nächste ist, entwickle das Bewusstsein für den Zustand des Menschen. Das ist auch etwas, was wir nicht ganz verstanden haben oder was wir uns nicht vergegenwärtigen. Dieser Kollege, den du siehst, den du vielleicht manchmal beneidest oder der dich ärgert immer wieder mal, dieser Chef, dieser Nachbar, dieser Onkel, dieser Bruder, diese Schwester, die du jetzt siehst, wenn die im nächsten Augenblick sterben ohne Jesus, ist dir bewusst, was aus ihnen wird? Gehen verloren. Ewigkeit in der Hölle. Auch da ist es traurig zu merken, wie gleichgültig viele Christen sind. Wir denken, na und? Selber schuld. Als ob wir es verdient haben, dass wir nicht hingehen müssen. Wir waren kein Stück weiser oder schlauer oder geistlicher. Wir haben es nicht verdient, dass wir jetzt an Jesus glauben und alles verstanden haben. Wir haben es nicht verdient. Aber viele Christen denken insgeheim. Why should I care? I don't care. Selbe Schuld. Ich habe schon ein, zweimal gesagt, er will nicht hören. Mir egal. Hauptsache, ich habe meinen Kopf gerettet. Wenn dieser Mensch im nächsten Augenblick stimmt, dieser Mensch, mit dem du chillst und essen gehst und trinken gehst und feiern gehst und machst und tust, wenn Jesus wiederkommt, ich würde sagen, zwei werden auf dem Feld sein, einer wird weggenommen werden, der andere wird bleiben. Zwei werden auf einem Bett liegen, der eine wird weggenommen werden, der andere wird bleiben. Er wird verloren gehen. Und das ist extrem dramatisch und traurig. Die Bibel sagt, dass die Welt, Johannes 3 sagt Jesus, die Welt ist bereits verurteilt. Das heißt, deswegen redet die Bibel von retten. Die sind schon verurteilt, schon verloren. Es geht darum zu retten vor dem Gericht Gottes. Bitte entwickle dieses Bewusstsein. Diese Menschen, die wir treffen, die vielleicht nice angezogen sind und nice reden und schlau sind oder wie auch immer oder nervig sind, die sind schon verurteilt. Egal wie schlau sie sind, egal wie reich sie sind, egal wie nett sie sind, egal wie höflich oder großzügig sie sind ohne Jesus jetzt schon verurteilt. Wir sind Tote, die dennoch am Leben sind. Gott will und kann dich gebrauchen, um sie zu retten. Und dann brauchst du, wenn du das alles verstanden hast, brauchst du eine Entschlossenheit, die Bereitschaft zu sagen, Herr, ich will mich gebrauchen lassen. Hier bin ich, wie Jesaja, hier bin ich, sende mich. Entschlossenheit und Zielstrebigkeit. Ja, um Menschen, es ist etwas, was man sich fest vornehmen muss. Wenn du es darauf ankommen lässt, dann wirst du merken, dass du träge bist, dass du lauwarm bist. Es ist wichtig, dass du dir das fest vornimmst, ich möchte mich von Gott gebrauchen lassen. Ich möchte daraus eine Priorität machen in meinem Leben. Ich möchte daraus ein ständiges Ziel machen in meinem Leben. Ich möchte daraus ein Lebensziel machen. Du brauchst diese Entscheidung vor Gott. Sag, Herr, ich will mich gebrauchen lassen. Hier bin ich. Ich bin schwach, aber du bist stark. Ich bin unfähig, aber du bist fähig. Ich bin unwissend, aber du weißt alles. Hilf mir. Ich will. Das ist der Startschuss. Nachdem du deine Einstellung verändert hast, brauchst du, wie gesagt, diese Entschlossenheit. Und dann ist es wichtig, dass du auch keine Berührungsängste hast. Dass du bereit bist, dich auf Menschen einzulassen. Dass du bereit bist, in Beziehung einzugehen mit Menschen. Also es gibt Menschen, zum Beispiel im Kollegium, ist oft die Beziehung professionell. Ja?
kollegial. Man kommt dahin und jeder hat seine Arbeit, stellt seine Aufgaben, man macht und tut so. Und dann Feierabend, alle tschüss. Wenn du aber dich entschlossen hast, Menschen zu Jesus zu führen, dann musst du eine Ebene tiefer gehen. Du suchst dir vielleicht ein oder zwei Kollegen aus. Oder du betest, Heiliger Geist, zeig mir, wen du gebrauchst oder wo du mich gebrauchen möchtest. Und du suchst dir vielleicht nur eine Person, nicht 10, nicht 100. Erstmal fang mit einer Person an. Und sag, Herr, ich möchte, dass du mich gebrauchst, um diesen Menschen das Evangelium zu geben, um diesen Menschen zu retten. Und bete systematisch für diesen Menschen. Und suche eine Möglichkeit, eine persönliche Ebene mit diesem Kollegen oder diesem Nachbarn aufzubauen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann einladen, man kann in der Kantine die Nähe suchen und das Gespräch suchen, aber nicht gleich beim Essen mal sagen, ich will dich bekehren. Sondern einfach nur aufrichtiges Interesse entwickeln. Aufrichtiges Interesse. Kein taktisches Interesse, aufrichtige Liebe. Weil du erkennst, diese Seele ist kostbar. Diese Seele ist verurteilt, verloren und braucht dringend das Leben Gottes. Die Liebe Gottes. Ja, die persönliche Ebene suchen und investieren. Das wird dich Zeit kosten. Das wird vielleicht Geld kosten. Das wird Mühe kosten. Manchmal wirst du auch Rückschläge haben, dass Leute vielleicht nicht hören wollen oder nicht darauf einlassen wollen. Das wird dich etwas kosten. Aber wenn du wirklich entschlossen bist und dran bleibst, wird Gott deine Mühe früher oder später belohnen. Wir haben letzte Woche gesagt, dass Jesus auf Menschen zugegangen sind, die am Rande der Gesellschaft waren oder die nicht gläubig waren. Wir haben letzte Woche gesehen, er ist in das Haus von Zakäus gegangen. Und Zakäus war seines Zeichens Zolleinnehmer. Die waren damals verpönt, die galten als die schlimmsten Sünder in der Gesellschaft. Jesus geht in sein Haus und ist mit ihm und Zakäus lädt seine Kollegen ein. Jesus sitzt mittendrin mit seinen Jüngern. Und die Pharisäer sehen das, die stramm religiösen, die hochheiligen Pharisäer, und empören sich, wie kann er sich auf solch ein Gesindel einlassen? Jesus sagt, nicht die Gesunden bedürfen eines Arztes, sondern die Kranken. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen, zu retten, was verloren war. Ich liebe diese Worte. Schau, Jesus hat Beziehungen aufgebaut. Er hat sogar Freunde. Martha, Maria, Lazarus. Er hat sie regelmäßig besucht, Zeit mit ihnen verbracht, um sie zu Jüngern zu machen. Und aus der Maria und Magdalena hat er 7 Dämonen ausgetrieben. Und dann haben sie sich angefreundet. Sogar die 12 Jünger, die er ausgesucht hat, er kannte sie nicht. Er hat Beziehung mit ihnen aufgebaut, hat sie so transformiert in der Beziehungskonstellation. Jesus hatte keine Berührungsangst, er ist auf Menschen zugegangen. Er hat Beziehungen unterhalten mit ihnen, Freundschaften geschlossen mit ihnen, um sie zu gewinnen. Und das sollten wir strategisch tun. Und viele Christen leben in einer Christianis-Blase. Zähl mal, wie viele Menschen hast du in deinem engen sozialen Umfeld, die nicht gläubig sind? Es gibt Christen, die kennen nur Christen. Und reden Christianis mit ihren christlichen Freunden. Es gibt Christen, die ganze Verwandtschaft bis zum Hund, alle sind neu wiedergeboren. Ja? Manche besuchen eine christliche Schule, haben christliche Lehrer. Alles ist nur christlich. Und die hören so eine Botschaft und denken, wovon redet er denn? Und die kennen nichts anderes. Das ist nicht okay, Leute. Wir sollen mal die Komfortzone verlassen. Das tat Jesus. Er hat die bequeme Zone der Religiosität verlassen, weil er im Kopf diese Wahrheit hatte. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren war. Das ist die Einstellung Jesu gewesen. Such dir Freunde. Ich sage nicht, dass wir Anteil haben an ihrer Sünde. Viele Christen denken, wenn ich mich mit einem Nichtchristen anfreunde, dann werde ich vom Glauben abfallen. Quatsch. Dann war es nicht richtig tiefgläubig. Nein. Such die Nähe, such die Freundschaft, pflege das, bau das auf, lade sie ein. Wenn sie dich einladen, geh hin, sei weise. Ja? Sei authentisch.
Und so kannst du die Menschen für Jesus gewinnen. Amen. Lass dich auf Menschen ein. Such die persönliche Ebene. Eine Dinge, die wichtig ist, deine Lebensführung. Das ist auch ein Vorteil von dieser Art von Evangelisation. Weil Leute sehen dich. Sie können nicht weggucken. Deine Lebensführung, dein Zeugnis in ihrer Mitte. Das ist das, was als Licht fungiert oder als Salz fungiert. Wie du redest, wie du mit Kollegen umgehst, wie du dich gibst, auch in schwierigen Zeiten, wenn du in Krisen bist, wie du damit umgehst. Die Leute beobachten das, sie sehen das. Das sind die Früchte, die du trägst, sie müssen es essen. Die können nicht weglaufen. Auf der Straße sehen deine Früchte nicht. Die sehen dich vielleicht, trägst du gelb, das ist nicht ihre Lieblingsfarbe, oder vielleicht, keine Ahnung, bist du groß, die mögen keine großen Leute, vielleicht bist du blond, die mögen keine blonden, du nervst sie einfach. Sie machen einen Bogen um dich herum. Oder vielleicht bist du Brillenträger und das erinnert sich an irgendwelche, das triggert sie. Sie machen einen Bogen um dich. Aber wenn du in der Firma, in der Nachbarschaft, im Unternehmen, wo auch immer, sie sehen dich. Nicht nur punktuell, sie sehen deine Stetigkeit, sie sehen deine Liebe, deine Geduld, deine Langmut und deine Integrität. Das sehen sie. Einmal hatte ich, als ich Student war, ein Gespräch mit einer Nachbarin im Studentenwohnheim. Und sie sagte mir, Antoine, wenn ich euch so beobachte, wir gehen auch in die Kirche. Sie ging damals in die katholische Kirche. Aber wenn ich euch sehe, dann sehe ich in euch etwas, was ich nicht habe. Einmal, wie haben wir uns kennengelernt? Wir sollten irgendwo damals gab es noch Karstadt in Delmenhorst, arbeiten. Wir hatten Semesterticket für Studenten, darfst du auch mit dem Zug fahren, aber nicht mit ICE, nur mit Regionalbahn und Regionalexpress. So, wir kamen zu spät, haben die Bahn verpasst. Da waren nur einige Studenten dabei, sie haben geschummelt, sie sind unberechtigterweise mit der ICE gefahren, damit sie pünktlich ankommen. Und ich habe mich geweigert, das zu machen. Und diese junge Frau ist mir gefolgt. Die hat das gesehen. Und später sagte sie mir, ich sehe etwas in euch, was ich nicht habe. Und das möchte ich auch haben. Am Ende hat sie sich bekehrt. Amen. Und ist bis heute noch gläubig. Wir waren Nachbarn im Studentenwohnheim. Wir haben uns immer wieder gesehen. Ich habe bewusst die Beziehung zu ihr aufgebaut. Ich habe nicht gedacht, oh, sie ist Single, ich bin Single, vielleicht falle ich in Sünde mit ihr. Nein. Vorsichtig und weise, aber ich habe eine Beziehung mit ihr aufgebaut. Um sie zu Christus zu gewinnen. Ich habe für sie gebetet. Jedes Fenster genutzt, um das Evangelium zu geben. Und das hat Jahre gedauert. 5 Jahre, glaube ich. Die war richtig hartnäckig. Wow. Aber ich habe systematisch für sie gebeten. Irgendwann, um ehrlich zu sein, habe ich aufgegeben. Weil es einfach zu heftig war. Ich habe gesagt, Gott, ich habe alles gesagt, was ich sagen kann, was ich weiß. Ich habe alles gebetet, was ich beten kann. So, jetzt übergebe ich sie in deine Hand. Wenn sie irgendwann bereit ist, soll sie mich anrufen und sagen, ich will mich bekehren. Und genau das passierte, als ich das nicht mehr erwartet hatte. Eines Tages kam eine E-Mail, die sagt, Antoine, Gott spricht gerade ganz heftig in meinem Herzen. Ich will mich bekehren. Bitte komm rüber, lass uns zusammen beten. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich bin zu ihr gefahren und wir haben uns hingesetzt. Ich habe nochmal gefragt, so, was ist los in deinem Herzen? Ja, Gott hat dies und das zu mir gesagt. Ich dachte nur in meinem Herzen. Und dann hat sie sich authentisch bekehrt. Und das sind mehrere, vielleicht über 15 Jahre her. Sie ist immer noch gläubig. Amen. Ja, und die Erfahrung hat gezeigt, das ist ein weiterer Vorteil von Beziehungsevangelisation. Statistik zeigen, dass Menschen, die durch Beziehung in die Gemeinde kommen, dass sie wahrscheinlicher bleiben werden, als Menschen, die man auf der Straße zufällig zu Jesus führt. Weil sie eine Bezugsperson haben. Ja? Speziell in einer Gesellschaft wie Deutschland, wo Menschen sich nur schwer mit Fremden einlassen. Menschen, die durch Beziehungsevangelisation in die Gemeinde kommen, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie bleiben. So stark ist diese Methode. Ohne die anderen jetzt schlecht zu machen oder klein zu reden. Also, hab keine Berührungsängste und deine Lebensführung sollst du als Werkzeug einsetzen.
Sei ein Vorbild. Vorbild heißt nicht, dass du perfekt bist und fehlerfrei bist. Vorbild heißt, dass du Fehler machst, aber verantwortungsbewusst mit deinen Fehlern umgehst. Wenn du dich daneben verhältst, gegenüber deinen Kollegen, dann ist Vorbild zu sagen, zu ihm zu gehen, zu sagen, du, das tut mir leid, wie ich gestern mit dir geredet habe, das tut mir leid, Chef, für den Fehler, von da und da. Das ist vorbildlich. Ist nicht alles zu vertuschen und eine Maske aufzusetzen und sagen, ja? Vorbild ist, wenn es dir schlecht geht und alle sehen das, und dass du auch authentisch bist. Ja? Dass du das auch zeigen darfst und dass du dich auf Gott stützt und so weiter. Das ist Vorbild. Das heißt nicht, dass du perfekt sein musst. Also dein Vorbild sind die Früchte, die du trägst, die niemand wegdiskutieren kann. Du kannst auf der Straße mit Leuten reden, dann werden sie können diskutieren. Vielleicht mit Allah, mit Buddha, mit Atheismus mit und so weiter, mit Evolutionstheorie. Aber Menschen, die dich beobachten, sie können deine Früchte nicht wegdiskutieren. Es ist da. Liebe ist Liebe. Jeder erkennt Liebe. Aufrichtigkeit ist Aufrichtigkeit. Das erkennt jeder. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Und das prägt. Und das ist wie wenn du Licht in einem dunklen Raum anmachst. Das verbreitet sich und dominiert. Also setz deine Lebensführung als Werkzeug ein. Sei dir bewusst, dass du ein Licht Gottes bist und achte darauf, wie du dich verhältst. Und siehst du, dass du auch in der Intimität mit Gott wächst, in deinem Charakter. Dass Gott dich verwandelt von innen heraus. Es geht darum, dass du ein Schauspieler bist, wenn du draußen bist. Und in Wirklichkeit bist du verdorben innerlich. Sondern es geht darum, dass du verändert bist, dass du dich verändern lässt von innen heraus. Ja? Und ich sage dir, wenn du in deinem sozialen Umfeld evangelisierst, das wird dir helfen, auch zu wachsen. Warum? Weil du stärker darauf achten wirst, wie du dich verhältst. Weil du auch anstreben willst, dass Gott dich verändert. Manchmal willst du einen Blödsinn machen, du erinnerst dich, oh, ich habe einmal gesagt, dass ich Christ bin. Was werden sie über mich denken? Und das kann helfen, dass du dich zurückhältst. Und es gibt Leute, die sind schon 10 Jahre in einer Firma und kein Mensch weiß, dass die gläubig sind. Kein Mensch weiß es. Sie schweigen, es ist ein Geheimnis, 7 Siegel. Kein Mensch weiß es. Und wenn man hört, dass sie in die Gemeinde gehen, so, wie, du gehst in die Kirche? Du, der schlimmste Mitarbeiter hier? Jemand hat gesagt, wenn jemand wie du in den Himmel kommen darf, dann muss Gott mich auch reinlassen. Dann muss Gott mich reinlassen. Gott, sonst gibt es ein Problem, sonst ist es unfair. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir perfekt sind, sondern gib dein Bestes. Sei ein Vorbild in deinen Stärken, in deinen Schwächen. Du wirst immer Fehler machen. Aber geh mit Fehlern um, wie die Bibel es uns vorschreibt. Entschuldige dich, bitte um Vergebung und vergib selbst. Amen. Also, deine Lebensführung ist ein starkes Zeugnis. Gebet ist total wichtig. Gebet ist das, was deine Arbeit Kraft verleihen wird, was die Herzen der Menschen öffnen wird, was den Verstand der Menschen öffnen wird, was dir Weisheit geben wird, wann du was sagen sollst, wann du schweigen sollst. In Gebet wirst du auch kreative Ideen haben, was zu tun. Vielleicht hat der Kollege Geburtstag und der Heilige Geist inspiriert dir ein Geschenk für die Person, irgendwas, da gehört auch Kreativität dazu. Und das kommt alles durch Gebet. Gebet wird dein Herz aufweichen. Gebet wird dir helfen, das Herz Gottes aufzugreifen. Gebet wird dir auch helfen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Wie gesagt, das ist manchmal zäh, weil Leute nicht gleich beim ersten Mal Ja sagen. Manchmal brauchst du 100 Male, bis sie Ja sagen. Manchmal sagen sie dir niemals Ja, aber dann gehen sie in den Urlaub und dort hören sie von jemand anderem sagen Ja und kommen zu uns und sagen, Angelika, ich bin jetzt bekehrt. Wie, jetzt bist du bekehrt? Ja, im Urlaub habe ich Thomas getroffen, hat mir von Jesus erzählt, was du immer schon gesungen hast. Und das habe ich endlich verstanden. Und dann bekehrt sich eben die Kollegin Martina oder der Kollege Helmut. Halleluja. Also, Gebet ist der Kraftstoff in Evangelisation. Und Liebe ist total wichtig. Liebe ist das, was das dem ganzen Leben gibt. Sonst ist es religiös. Es gibt Leute, die einfach nur religiös geprägt sind. Die sind taktisch unterwegs. Sie haben keine aufrichtige Liebe dir gegenüber. Ich habe mal eine Frau kennengelernt in einer Arztpraxis. Ich war mit meinem Sohn beim Kinderarzt. Wir haben uns unterhalten.
Und irgendwann haben wir eine Telefonnummer ausgetauscht, weil sie auch aus Kamerun kam, wie ich, sie ist Ärztin. Und irgendwann habe ich sie angeschrieben, ich brauchte eine Information von ihr. Sie hat gar nicht reagiert. Sie hat es gelesen auf WhatsApp, aber glatt ignoriert. Mehrere Monate später schickt sie mir eine Nachricht und lädt mich zu einer Veranstaltung in ihrer Gemeinde ein. Sie sind Zeugen Jehovas. Ich habe so einen Hals gekriegt. Zum Glück habe ich nichts zurückgeschrieben. Ich sage, sag lieber nichts. Ja, das ist taktische Liebe. Das ist, Leute erkennen das. Entwickle aufrichtige Liebe für den Menschen. Und das kann nur der Heilige Geist ermöglichen. Er gießt seine Liebe in unsere Herzen durch seinen Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Beten, dass Gott dein Herz erfüllt mit seiner Liebe für deine Mitmenschen. Amen. Und das ist das, was dich antreiben wird, was dir helfen wird, wie gesagt, dran zu bleiben. Auch wenn die Person vielleicht nicht offen ist, wenn es Rückschläge gibt, dann gib es nicht auf, weil diese Liebe dich treibt. Wie Paulus sagt, ich habe keine Wahl, ich muss das Evangelium verkündigen, weil die Liebe Gottes mich treibt. Ja, und wichtig ist auch, dass du dein Lebenszeugnis weitergibst. Du musst kein Theologe sein, du musst nicht alle Bibelverse kennen. Deine persönliche Geschichte ist mächtig genug. Wie ist deine Geschichte? Was ist deine Geschichte mit Jesus Christus? Wie war dein Leben vor Jesus? Wie hast du ihn kennengelernt? Und was hat das mit deinem Leben gemacht? Also vorher, nachher Vergleich und dazwischen, wie du Jesus kennengelernt hast. Das ist auch eine einfache Einstiegsbotschaft. Einfach von dir zu erzählen. Ich mache immer so, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, den ich für Jesus gewinnen möchte in meinem sozialen Umfeld, dann sehe ich, dass ich auch zuhöre. Leute kommen oft zu dir und öffnen sich und erzählen von persönlichen Problemen. Schon erlebt? Jemand, der kann eine Arbeitskultur, das ist eine Steilvorlage vom Heiligen Geist, aber oft erkennen wir das nicht. Es ist immer wichtig, zuzuhören und Mitgefühl zu zeigen. Und eine Teilnahme an der Situation der Person. Und vielleicht hast du schon mal sowas Ähnliches erlebt und Gott hat dir geholfen. Dann kannst du sagen, weißt du was? Vor 10 Jahren, vor 2 Jahren hatte ich eine ähnliche Situation. Und ich habe zu Gott gebetet und Gott hat dies und jenes gemacht. Oder meine Geschwister in der Gemeinde haben für mich gebetet. Oder jemand kam zu mir mit einem Wort von Gott und so weiter. Darf ich für dich beten? Wollen wir, dass wir zusammen wissen, dass wir zusammen beten? Das ist eine Steilvorlage. Antworte nicht einfach nur mit deinem Intellekt. Nutze das, was Gott in deinem Leben getan hat. Oder vielleicht hast du nichts Ähnliches erlebt, aber vielleicht gibt es eine Geschichte in der Bibel von jemandem, der etwas Ähnliches erlebt hat. Oder wie Gott jemandem geholfen hat. Kannst du auch einbringen. Und dann ein Gebet anbieten. Und oft lassen sie Leute darauf ein, sagen, ja, bete für mich. Daran erkennst du, wie weit der Mensch ist. Ja? Und dann, du zeigst einfach aufrichtiges Interesse und allen Teilnahme. Es ist oft so, dass viele Kinder Gottes, da wo sie sind, dass sie Vertrauen wecken in Menschen. Menschen kommen gerne und vertrauen sich gerne an, weil sie sehen, dieser Mensch ist irgendwie seriös. Dieser Mensch ist irgendwie authentisch, irgendwie glaubwürdig, irgendwie integer und liebevoll. Und deswegen kommen sie gerne und öffnen sich. Aber oft wissen wir nicht, das zu nutzen. Ja? Ab jetzt weißt du Bescheid, ab morgen, achte drauf, wenn der Kollege kommt, die Kollegin kommt, nicht einfach sagen, ja, google mal. Dann lass uns mal googeln, was macht man dann, wenn man suizidgedanken hat. Sondern greif die Gelegenheit, ergreift die Gelegenheit und nutze das als Fenster, um das Evangelium gekonnt und weise einzuführen. Amen. So, wenn du merkst, dass die Person, weil Leute haben eine Reise zu Gott. Und wenn du jemanden kennenlernst, kann es sein, dass er vielleicht bei Punkt 0 ist, dann ist es der Anfang. Vielleicht hört die Person zum ersten Mal von Jesus, hat noch nie sowas Ähnliches gehört. Dann ist es wichtig, dass du die Person eben kontinuierlich mitnimmst. Wenn du merkst, dass er schon ein gewisses Niveau erreicht hat, kannst du zum Beispiel in eine Veranstaltung der Gemeinde einladen. Gottesdienst. Manchmal haben wir oder alle paar Wochen haben wir Evangelisationsgottesdienst oder Frauenabend oder Ü55 und so weiter Treffen. Lade ein. Ja, einfach mal anbieten. Ne? Hättest du Lust mitzukommen?
so. Vielleicht sagt die Person ja und kommt mit und dann weißt du nicht, was Gott macht. Manchmal überlegen wir, wenn ich meinen Kollegen einlade, vielleicht spielt man das falsche Lied an, vielleicht schmeckt das Essen an dem Tag, der Kaffee an dem Tag nicht, vielleicht predigt der Pastor ein bisschen schräg, vielleicht spricht jemand in Zungen, will ich das? Mach dir nicht so viele Gedanken. Lade einfach ein und bete und nimm dich raus aus dem Business. Amen. Und überlasse es dem Heiligen Geist. Nicht zu viel denken. Einfach einladen und beten und dich zurücknehmen. Und sag Gott, mach was du willst. Manchmal ist es die schrägste Predigt des Jahres, aber gerade dadurch kann Gott die Person berühren. Vielleicht ist es der schrägste Gottesdienst des Jahres, aber gerade dadurch, mittendrin, vielleicht noch mal in Gott, vielleicht durch ein Gespräch nach dem Gottesdienst oder durch eine Begrüßung. Du weißt nicht, wie der Heilige Geist wirkt. Ja? Einfach einladen. Wenn du möchtest, die Person ist so weit. Einladen und Gott vertrauen. Und du wirst dich wundern. Ich möchte mich langsam zusammenfassen. Wir haben gesagt, Jesus ist gekommen, um uns vorzuleben, dass Seelen zu gewinnen das Wichtigste auf der Agenda Gottes ist. Und er will, dass seine Nachfolger diese Einstellung übernehmen. Nicht aus religiöser Verpflichtung, sondern aus Liebe. Weil wir ihn lieben und sein Herz teilen. Und teilen, was ihm am wichtigsten ist. Und wir haben gesagt, dass es gibt verschiedene Formen von Evangelisation, aber eine, die vielleicht am effektivsten ist für den Laien, ist die Beziehungsevangelisation. Jeder kann das. Jeder sollte es. Weil du verbunden bist mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Aber es ist wichtig, dass du das Bewusstsein entwickelst für das, was du bist. Dein Status. Gott zählt auf dich. Du bist Gottes Missionar. Gottes Sonderbeauftragter, da wo du bist. Du bist vielleicht die einzige Möglichkeit für die Menschen, Zugang zu Gott zu haben, zumindest das Evangelium zu hören. Du trägst in dir eine besondere Botschaft, die einmalig ist, dass die Botschaft des Lebens Gottes. Und wir haben gesagt, dass es wichtig ist, dass du dich bewusst entscheidest, dass du eine Priorität zu machen in deinem Leben, dass du es nicht darauf ankommen lässt, sondern entscheide dich bewusst, dass du mit Jesus mitwirken möchtest, um seinen Traum in Erfüllung gehen zu lassen, nämlich, dass Menschen in sein Reich kommen. Wir haben gesagt, du musst nicht deine ganze Firma retten, fang mit einem Menschen an, bau Beziehung auf, hab keine Berührungsangst, geh raus aus deiner Blase, deiner christlichen Blase und baue Beziehung auf und setze auf den Heiligen Geist auf Gebet, ja, und deine Lebensführung soll deine wichtigste Botschaft sein, da wo du bist. Leute können das nicht wegdenken, sie können nicht wegdiskutieren, nicht weggucken, sie müssen das konsumieren, die Früchte, die du trägst, weil die dich immer wieder erleben. Und setze auf Gebet, denn Gebet ist das, was dein Herz verändert und das Herz des anderen verändert. Und nutze jede Gelegenheit im Alltag. Und Gott bietet uns zahlreiche davon. Aber oft übersehen wir das. Habe ich dich scharf gemacht? Oder kalt gemacht? Amen. Ich habe betont, ich möchte keinen Druck ausüben. Ich möchte kein schlechtes Gewissen machen. Ich möchte dich gewinnen, das Bewusstsein entwickeln für das Vorrecht, was du hast, Mitarbeiter Gottes zu sein. Und Gott ist ein belohnender Vater. Wenn du einmal vor ihm stehen willst, bitte sagen, gut und treuer Diener. Du warst in wenigen treu. Vielleicht hast du nur eine Seele gewonnen. Das ist mehr wert als das ganze Gold, das ganze Diamant der Welt. Eine einzige Seele. Der sagt, Jesus, was wird ein Mensch geben für seine Seele? Ja, wenn du die ganze Welt gewinnst, seine Seele verlierst, hast du verloren. Das heißt, die ganze Welt ist mit nichts zu vergleichen, mit einer Seele. Vielleicht bekehrt sich die Person nicht direkt durch dich, aber durch dein Zeugnis, deine Gebete, bekehrt sie sich irgendwann später woanders. Du hast immer noch Anteil daran.
Es geht nicht darum, dass du unbedingt die Person zu Jesus führen musst. Es geht darum, dass du deinen Anteil bringst, dass du betest, dass du erzählst, das Evangelium weitergibst, dass du liebst. Und dann wird Gott entscheiden, wann und wo und durch wen die Person sich bekehrt. Oft ist es eine Kettenarbeit, eine Teamarbeit. Der eine sät und der andere erntet. Und Gott gießt die Saat und schenkt Wachstum. Bring deinen Anteil. Und ich glaube, jeder kann einen Anteil bringen, oder? Oder? Jeder kann für einen Menschen beten, dass er sich bekehrt, oder? Jeder kann sagen, Jesus liebt dich. Jeder kann seine eigene Geschichte erzählen mit Jesus, oder? Kann jemand das hier nicht? Jeder kann es. Deswegen sage ich, es ist total niederschwellig. Bitte, bitte, go home and do it. Geh nach Hause und tu es. Gott zählt auf dich. Die Zeit ist kritisch. Es ist dringend, dringlich. Deswegen habe ich den Begriff Notarzt und Rettungsdienst verwendet. Gott zählt auf uns. Die Menschen da draußen, die zählen auf uns, ohne es zu wissen. Und wenn du im Himmel bist, du wirst dich wundern. Viele werden auf dich zukommen und sagen, Marcela, wie heißt ihr alle? Wolfgang und Judith, vielen, vielen Dank. Was habe ich getan? Ja, du hast für mich gebetet. Das ist mit ein Grund, warum ich hier bin. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mir damals von Jesus erzählt hast. Danke, danke, danke. Sie werden dich umarmen, nicht mehr loslassen. Amen. Lass uns bitte aufstehen und beten. Bete und sag, Herr, gebrauche mich. Gebrauche mich, führe mich. Hilf mir, ich bin schwach, aber ich verlasse mich auf deine Kraft. Hilf mir. Vielleicht hast du schon jemanden, während ich zugehört habe, jemand hat dir der Heilige Geist jemand gezeigt und das die Person auf dein Herz gelegt. Fang an, für diese Person zu beten. Sag, Herr, gib mir Weisheit, gib mir Gelingen, gib mir Liebe. Bitte nimm dir Zeit und bete für dich selbst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Chanamone mitarai. Danke, Jesus.